Ja, hallo alle miteinander. Jetzt früh im Morgengrauen, um ungefähr 4.50 Uhr geht es jetzt los nach Weißrussland. Wie ich angekündigt habe, jetzt bin ich gerade am Kiel Hauptbahnhof und fahre jetzt erstmal nach Berlin, wo ich meine andere Gruppe treffe, mit der ich jetzt nach Weißrussland fahre. Und dann werde ich mich später melden. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, sehr aufgeregt. Das erste Mal, dass ich so einen verdammten Videoblog irgendwie drehe. Aber das wird schon. Ich werde das wahrscheinlich auch in mehrere Episoden irgendwie aufteilen. Mal schauen. Also auf jeden Fall könnt ihr da gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall. So, ich bin jetzt am Berliner Hauptbahnhof. Ich müsste jetzt auch gleich meine Reisegruppe hier treffen. Die kommen aus Köln größtenteils. Hier auch an. Und wir fahren halt mit dem Zug nach Weißrussland aus bekannten Gründen, weil andere Möglichkeiten gibt es momentan nicht. Also Flugzeug ist ja bekanntlich gesperrt. Ja, und dann fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal nach Warschau. Also mit dem Zug von Berlin nach Warschau, polnische Hauptstadt, steigen da um, fahren dann von da aus mit dem Zug an die Grenze zwischen Polen und Weißrussland und dort dann wieder mit dem Bus abgeholt und über die Grenze gebracht. So wird das Ganze dann ungefähr aus. Was jetzt allerdings mit dem eigentlichen Video weitergeht, möchte ich noch ganz kurz erzählen, wie es dieser Reise überhaupt gekommen ist. Denn bei mir, in meinem Fall, lief das über eine Art Sonderweg. Was allgemein das Thema Einreise nach Weißrussland betrifft, Ausreise, Visum, was man da alles beachten muss, dazu werde ich nochmal ein eigenes, separates Video machen. Also, wie ist es überhaupt zu dieser Reise gekommen? Bekannte von mir, beziehungsweise Verbündete von mir, haben mich einige Wochen zuvor spontan gefragt, ob ich mitfahren möchte nach Weißrussland. Die Vorgeschichte davon war, dass ich am 9. Mai diesen Jahres zum Tag des Sieges in Köln zu Besuch war. Ich wurde nämlich eingeladen von einem Verein namens Erinnerung für die Zukunft, der größtenteils auch die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Köln organisiert. Unter anderem auch das Unsterbliche Regiment. Dieses Jahr, aufgrund bekannter Umstände, ist das nur begrenzt ausgefallen mit einem kleinen Konzert. Außerdem hat die Organisation auch ein musikalisches Kollektiv, wo sie unter anderem alte russische und sowjetische Lieder singen. Und über die Führung dieser Organisation bekamen wir eine Einladung von der Stadtverwaltung der Stadt Brest in Weißrussland. Und sie haben mir, wie gesagt, auch vorgeschlagen bzw. angeboten, mit ihnen mitzufahren. Mit dabei waren auch zwei Deutsche, in dem Fall waren es Politiker von der Partei Deutsche Mitte. Ob diese Partei jetzt gut oder schlecht ist, dazu kann ich mich hier nicht äußern. Allgemein mache ich keine Werbung für irgendwelche politische Parteien. Kann ich auch nicht. Welche Partei für die jeweilige Person gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall kann ich zu den beiden sagen, die mit uns gekommen sind, also Oliver und Henry, dass sie sich auf jeden Fall für gute Beziehungen zu Russland und auch zu Weißrussland einsetzen, was auf jeden Fall schon mal gut ist und unterstützenswert ist. So, wir sind jetzt hier in Terespol angekommen, an der Grenze zu Weißrussland. Und jetzt gehen wir zum Bus, wo wir abgeholt werden. Dann werden wir da über die Grenze gebracht. Ob ich da aufnehmen kann, werden wir sehen. Auf jeden Fall jetzt ungefähr nach 19 Uhr, also über 12 Stunden waren wir da auf jeden Fall unterwegs. Ja, hier ist unsere Gruppe. Und jetzt marschieren wir da zum Bus hin. Obwohl, wie gesagt, jetzt nach Weißrussland fahren. Also über die Grenze. So, wir sind jetzt am Grenzposten angekommen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir müssen die Ausweise rausholen und jetzt geht's zur Passkontrolle. Also für uns drei. Der Rest müssen wir machen. So, wir haben die polnische Grenze überschritten, also aus Polen raus und jetzt bewegen wir uns auf die weißrussische Grenze zu. So, hier ist die Schlange vor der Grenze, gleich beginnt die Kontrolle. Ich habe jetzt freundlicherweise die Erlaubnis bekommen, das kurz mal aufzunehmen. Das ist der Grenzfluss Bug. Eine schöne Landschaft hier. Und da stehen schon 50 Autos. Und das ist der Grenzstreifen zwischen der EU und dem Unionsstaat Weißrussland-Russland. Diese Brücke hier ist eine historische Brücke, denn hier begann, also nicht der Zweite Weltkrieg, aber der große Vaterländische Krieg, denn hier über diesen Fluss und diese Brücke
hat damals, also die Wehrmacht damals überschritten am 22. Juni 1941. So, wir sind jetzt endlich mal angekommen. Es ist jetzt ungefähr 23 Uhr um und bei. Ja, wir hatten uns noch ein bisschen aufgehalten beim Grenzübertritt mit Zoll und Visa und so weiter, weil da ein paar Leute irgendwas da nicht ganz richtig gemacht haben. Also hat ein bisschen gedauert, ein, zwei Stunden. Auf jeden Fall sind wir jetzt da im Hotel. Ich zeige euch das mal. Ja, also hier kommt man halt rein. Das ist sozusagen der Vorflur. Hier ist so ein Kleiderschrank. Soll das wohl sein. Ja, Ventilator. Für den Sommer auf jeden Fall ganz hilfreich bei dem Wetter, was wir jetzt aktuell haben. Ja, so sieht das Hotelzimmer an sich aus. Hab mich schon ein bisschen eingerichtet. Ja, gut. Kühlschrank und so weiter. Ne? Zwar jetzt irgendwie außer Betrieb, aber warum nicht? Ein Spiegel. So, sieht doch eigentlich ganz schick aus hier. Ziemlich ein bisschen majestätisch. Ist jetzt zwar nur ein Einzelzimmer, aber trotzdem sind zwei Betten da. Ne? Für den Fall der Fälle wahrscheinlich. Man weiß ja nie. Eine Kirche oder Kapelle direkt neben unserem Hotel. So, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt beginnt sozusagen der erste richtige Tag hier. Wir sind ja gestern Abend erst ganz spät hier angekommen. Und ja, heute, ja, nach dem Frühstück fahren wir jetzt direkt los und machen einen kleinen Ausflug. Ich werde euch da auch auf jeden Fall dorthin mitnehmen. So, ich zeige euch mal das Hotel, in dem wir sind. Das ist hier sozusagen die Umgebung. So sieht das Ganze aus. Laguna Yentarne 2021. Hier. Ja, es gibt auch verschiedene irgendwie Hochzeiten. Eine Kutsche mit Pferd. Gestern wurde hier irgendwie eine Hochzeit auch gefeiert. Ja, das sieht auch ganz schick aus. Ja, sieht das von außen aus. Vielleicht zeige ich auch das nochmal von innen. Aber ja, zu viel will ich, muss ich jetzt hier auch nicht zeigen. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Zumindest nicht kostenlos, ne? Wenn, dann müssen wir jemand schon Geld bezahlen. Dann kann ich es auch ein bisschen detaillierter zeigen. So, so ein paar gute Flaggen hier von Russland, von Weißrussland und so weiter. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus hier alles. Also. Ja, und wie gesagt, gleich fahren wir los. Auch hier so ein schöner Brunnen zum Beispiel. Ja, und hier wird auf jeden Fall fleißig irgendwas weiter ausgebaut. Oh, etwas gestolpert hier. Ich will euch das auch nochmal zeigen. Hier hinter. Das ist sozusagen der Hinterhof. Sind so verschiedene Denkmäler. Die hat die Hotelbesitzerin, hat sie, also sind verschiedene so sowjetische Denkmäler, die jetzt unter anderem jetzt in Ländern wie Polen, Tschechien und so weiter abgebaut werden oder abgebaut wurden. Und sie hat die Frau, also die Besitzerin hat die ihm gekauft, diese ganzen Denkmäler, und hier hingebracht. Und ich will euch das einmal zeigen. Ah, hier haben wir auch weitergebaut. Ja, hier sind verschiedene Uniformen. Sehr interessant hier, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, also sowjetische Uniform. So sieht das hier aus. Hier wirklich so die alten Uniformen der Roten Armee. Sehr interessant, für mich zumindest. Alle möglichen Ränge und so weiter. So. Что? Не Снимать? Музей в открытом небе. И покажете, вот я был тут, вот давайте. Да, конечно. Дядька расскажет. So, hier sind die Denkmäler. Ich wurde jetzt auch gerade von den, das ist eine Art kleines Museum. Ich wurde jetzt auch gerade von dem Gruppenleiter sozusagen, also der dieses ganze, diese Führung macht, angesprochen. Ja, werden wir auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Der wird uns das nochmal genau erklären, was alles hier bedeutet. Die ganzen Denkmäler, die ganzen Uniformen und so weiter. Also so, dass ihr mal so einen groben Überblick hier mal bekommt. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
natürlich habe ich vor allem am Anfang, vor allen Dingen am ersten Tag, alles Mögliche aufgenommen, was ging. Und meistens habe ich das einfach spontan getan, spontan irgendwas aufgenommen, ohne vorher zu wissen, was kommt. Also ich bin in keinster Weise jemand, der nur die Schokoladenseiten aufnimmt oder nur die schönen Seiten zeigt. Darauf bin ich auch nicht angewiesen. Also auch durchaus bin ich selbst daran interessiert, mir ein objektives Bild zu machen. Und dieses objektive Bild will ich natürlich auch ordnungsgemäß mit euch teilen. Der Ort, an dem wir als allererstes waren, wo auch unser Hotel war, ist ein kleines Dorf namens Muchowitz in der Nähe der Stadt Brest. Also natürlich will ich von vornherein sagen, und das ist natürlich auch so, und zu keiner Zeit habe ich das jemals in einem meiner Videos bestritten, dass Weißrussland und auch Russland, also die Leute dort, im Schnitt wirtschaftlich und materiell eher schlechter aufgestellt sind als in Deutschland. Das hat sehr viele Gründe und ist nicht so einfach mit einem Satz zu beantworten, warum das so ist, wobei das auch nicht Thema der jetzigen Veranstaltung ist. Ja? Teilweise habe ich auch schon in einigen Videos darüber gesprochen. Aber dass Leute hier alle so bettelarm sind und jeden Tag faktisch ums nackte Überleben kämpfen müssen oder gar vor Hunger sterben, kann ich hier auf jeden Fall nicht beobachten. Dazu später auch nochmal mehr. Auf jeden Fall kann ich sagen, es ist nicht alles so einseitig und eindeutig und man muss diese Dinge wirklich auch differenziert betrachten, wenn man einem objektiven Bild interessiert ist, wohlgemerkt. Aber an sich, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich auf den ersten Blick keinen großen Unterschied feststellen kann zu anderen Ländern in Osteuropa, die inzwischen zur EU gehören, wie beispielsweise jetzt in den baltischen Ländern, wo ich war, teilweise auch Polen, also zumindest vom Aussehen her, Tschechien und ähnliches, zumindest jetzt die ländlichen Regionen. Also es gibt Häuser und allgemein auch Ecken in Weißrussland, die gut aussehen, modern aussehen und auch viele ältere Häuser, Ecken, die vielleicht nicht ganz so schön und nicht ganz so modern aussehen. Also gerade auf dem Land stellt man das fest. Also überall ist es unterschiedlich. Erstmal was die Straßen angeht. Also ich kann das selber ziemlich schwer beurteilen hinsichtlich dem Unterschied zu Deutschland, weil ich für diese Dinge kein Top-Experte bin. Es kann durchaus sein, dass sie hier in Weißrussland etwas schlechter sind. Aber jetzt einen großen Unterschied merke ich jetzt nicht. Also die Straßen funktionieren, sie sind durchaus eben, keine Schlaglöcher, zumindest wo wir waren, habe ich keine gesehen. Vielleicht irgendwo im tiefsten Dorf kann es mal die einen oder anderen geben, aber das sieht man auch ab und an in Deutschland. Also eigentlich ganz normal, die Straßen. Also vor allem in der Stadt, muss ich sagen, sind die Straßen relativ gut. Da sehe ich wirklich keinen nennenswerten Unterschied zur Qualität der Straßen in Deutschland. Und die Straßen werden auch nach und nach modernisiert und weiter ausgebaut. Und wie man hier sieht, wird auch viel neu gebaut. Unter anderem entsteht hier ein neues Stadtteil hier in Brest, also neuer Wohnraum. Also, wie ich schon sagte, man muss das alles differenziert betrachten.
So, wir sind jetzt hier am Bahnhof von Brest, direkt im Zentrum, weil wir müssen halt Geld wechseln, ein paar Sachen noch kaufen, die grundlegenden Sachen. Das ist hier ein Café. So, sitzen hier Passagiere. Ich mache das mal so von hier auf. Wurde auf jeden Fall rekonstruiert. Also es war ein alter Bahnhof, aber zum 1000-jährigen Jubiläum sozusagen der Stadt wurde der Bahnhof rekonstruiert. Also hier ist nicht so viel los, weil natürlich Sonntag ist. Auf der anderen Seite könnt ihr mal vergleichen. Also es gibt ja Sachen, die auf jeden Fall vielleicht schlechter sind. Aber von der Sauberkeit und so weiter könnt ihr das ja mal mit den Bahnhöfen in Deutschland mal vergleichen. Verschiedenen deutschen Städten der Größenordnung, und da sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und keine irgendwelche, zumindest bisher noch nicht, keine irgendwelchen Alkoholiker oder irgendwelchen Junkies oder sowas. Keine unangenehmen Gerüche hier. Also alles ja, auf jeden Fall deutlich besser, also zumindest die Bahnhöfe, als in Deutschland jetzt in dem Fall. Das läuft so ein bisschen im sowjetischen Stil irgendwie. Ja, auch schick aus. Das ist der Bahnhofs. Irgendwie Vorplatz. Kann man Tickets kaufen. Protein, Kinderspielen. Also. Bahnhof sieht auf jeden Fall echt schick aus. Hier, das ist innen drin. Kann man hier irgendwie Tickets kaufen. Oh, das hier auch sieht echt sehr nobel.